Ey Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Monopoly. Ich setze die Serie von März 2016 fort und wir haben September 2017. Das heißt, fast 2 Jahre, wenn man so will, also anderthalb wohl eher, haben wir uns jetzt geduldet, um zu gucken, wie dieses Spiel ausgeht. Ist das nicht krass? Und es kann ganz normal weitergehen. Ja, woran hat's gelegen? Ich habe irgendwie die Motivation an Monopoly verloren gehabt. Irgendwie habe ich heute Bock darauf und jetzt will ich es auch wirklich zu Ende bringen. In Zukunft werde ich das vielleicht noch mit jemand anderem aufnehmen und mit der Person dann eben gemeinsam auch die Folgen alle auf einmal machen, dass wir das nicht wieder haben, dass es sich über 2 Jahre zieht. Das hatte ich einmal bei Lone Survivor, da hat es über ein Jahr gedauert, bis ich das fortgesetzt habe. Und bei Monopoly ist es jetzt genauso. Ich meine, März 2016 und jetzt September 2017, das ist der Wahnsinn. Und ich habe noch rausgefunden, man kann hier was ändern. Die Hausregeln, die wollte ich jetzt aber gar nicht ändern. Animation kann man ein- und ausschalten. Würfel kann man vom Weiß auch umstellen. Und Regenbogenwürfel, das ist ja voll cool. Und ich würde so sagen, Musik, so Lounge oder Smooth, wobei Smooth wäre mir eigentlich am liebsten. Ach so, das moduliert. Okay, dann lasse ich das modulieren. Ich bin noch ein bisschen krank, seid mir nicht sauer. Ich musste heute trotzdem arbeiten. Ich habe es durchgezogen, obwohl die mich nach Hause schicken wollten. Entschuldigung. Das nenne ich mal männlich. So, genug mit männlich. Wir sind dran mit Würfeln und... Boah, das sieht cool aus. Regenbogenwürfel. Juhu. Regenbogenwürfel von Regenbogen. Guck mal gerade. Wirtschaftlich sieht's gut aus. Im Knast, aber nur zu Besuch. Das freut mich ungemein. Noch mehr würde es mich freuen, wenn ich jemand anderen besuchen dürfte. Vielleicht so eine Schubkarre oder so. Ach nö. Ach doch, ist meine. Ich dachte schon, der kauft die jetzt. Pasch. Pass bloß auf, dass du den... Und putz dir mal die Schuhe ab. Ist ja widerlich. Auch wenn es nur ein Schuh ist. Aber egal, putz dir die verdammten Schuhe ab. Das geht ja gar nicht. Ich habe das, glaube ich, nie gesehen, dass der voll die braunen Flecken hinterlässt. Da bietet mir jemand was an. Der will die Seestraße, will quasi ein Monopol errichten und mich fisten. Und dafür soll ich nichts weiter bekommen als die Theaterstraße. Dafür, dass er mich mit einem Monopol demnächst fisten kann und 42 lächerliche Dollar. Also Monopolus. Genau, so nennen manche Leute die Währung. Das wurde mir auch von irgendwem mal gesagt. Ich habe da so ein schlechtes Gefühl im Bauch irgendwie. Das will ich dem irgendwie gar nicht verkaufen. Du erhältst eine Beratungsgebühr von 25 Monopolos. Tja, selber schuld. Tja, selber schuld! Wie mein Arbeitskollege damals, als ich am ersten Tag nicht volle Leistung gebracht habe und sich dann alles gestaut hat am Fließband. Ja, so schön kann es sein. Beide im Knast. Der eine zu Besuch, der andere fest. Mit Festvertrag in der Seifenbäckeranstalt. So. 8. Na, das ist doch ordentlich. Ich bin Mr. Schlachtschiff. Scheiße, jetzt muss ich meinen Zug schon wieder beenden. Ich kann ja kaum irgendwie einen durchziehen. Schon zieht wieder der nächste sich ein. Aber ich werde die so dermaßen zermürben. Weil das möglich ist. Poststraße, Elisenstraße und Schaufseestraße. Mit viel Glück kann ich mir die alle drei unter den Nagel reißen. Ich werde nämlich nicht zulassen, dass irgendwer anders das macht. Weil diese drei Straßen sind entscheidend. So, jetzt gehören dem Typ schon 2. Ich muss dringend die Bahnhofstraße bekommen. So, was tauschen wir? Ich will auf jeden Fall diese Straßen haben. So, das heißt, ich muss über Angebot gehen. Was kostet die Straße? Elektrizitätswerk? Poststraße. Wie viel ist die Poststraße wert? 120. 150 gebe ich. Wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen höher gehen. So, welche könnten noch gefährlich werden? Parkstraße? 150. 400. 650. Ich muss ein bisschen Kulanz walten lassen, weil sonst kauft, sonst gibt der mir die nicht raus. 650. Ne, Moment mal, nicht 250, 150. Das heißt 400 und 150. 550 und 200.
550, 200. Machen wir 800. Ich versuch's mal einfach mit 800. Wenn er das annimmt, habe ich meinen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich muss wahrscheinlich eh höher gehen. Der ist so doof und akzeptiert das auch noch. Na, so frisch muss man erstmal in der Birne sein. Parkstraße und Schlossallee. Ja, jetzt kann's mit dem Geld verdienen erstmal losgehen. Nee, natürlich luchse ich den anderen jetzt auch noch ihre Straßen ab. Die sind wahrscheinlich dumm genug, mir die zu verkaufen und sehen nicht dabei, dass ich ein Monopol errichten will. Komischerweise ist die KI auch auf hoher Stufe zu blöd dafür, das zu erkennen, wenn man sie fisten will. So, die wird er mir nicht abnehmen, auf gar keinen Fall. Ich errichte jetzt Monopol, wo es geht. Wenn man dieses blöde Infofeld hier nicht stehen würde. Lessingstraße. 260. Gehen wir auf Kulanz, sagen 300. Hier muss ich eingreifen. 300 plus... So viel Geld habe ich fast gar nicht. Warte mal. Alles, was gefährlich werden kann. 300, 350, 650? Die Badstraße brauche ich noch. Nee, genau die. Moment, wo waren wir nochmal? 300, 350, 650, 100, 150... 800, tatsächlich. Dann habe ich nur noch 100. Monopolus. Im Moment, 805. Ich versuch's mal mit 800. Vielleicht klappt's auch. Ich komme jetzt völlig durcheinander. Ich habe keinen Taschenrechner, nix. Nicht mal irgendwas zum Aufschreiben. Versuchen wir es mal locker mit 750. Ob er sich auf den Deal einlässt. Ich meine, ich habe schwer eingestellt. Nö. Hat er entgegengenommen. Ist ja unfassbar. Ja, dann stehen wir schon ein ganzes Stück reicher da. Die Badstraße würde ich mir gar auch noch aneignen. Aber ein bisschen... Ja, ein bisschen Kulanz muss sein im Geld. Sonst hat man nichts, um sich im Notfall zu verteidigen. Ich könnte schwören, wir sind noch keine 10 Minuten am Aufnehmen. Wahrscheinlich habe ich mich gerade voll vertan. Ich mache mal bis 54. Du schuldest Rennwagen... Ja, ja. Möchtest du die Mietfreikarte? Nein, auf gar keinen Fall. Das mache ich, wenn was Hohes kommt. Wo ich da richtig gefistet werde. Da muss ich dann einsteigen und mich verteidigen. So, Nordbahnhof. Die Bahnhöfe sind auch so eine Sache. Die müsste ich auch mal unter meine Kontrolle bringen. Oh, 800 Monopolus. Der hat aber Glück gehabt. Meine Häuser werden auf jeden Fall noch relativ teuer. Könnt ihr euch darauf einstellen. 7. Oh. Für 200 kaufen. Passen. Wieso eigentlich immer weitergeben? Was soll die Scheiße mit der Auktion? Ich habe das nie verstanden. Bitte nicht Rennwagen. Bitte nicht Rennwagen. Der hat doch sowieso schon genug Bahnhöfe. Schulz. Ich habe doch schon gesagt, ich habe aufgegeben. Warum steige ich denn überhaupt noch ein? Ich habe doch nicht mal die Kohle für den Mindestbetrag. Und wer hat's gekauft? Der Rote. Ich muss dem das mal ganz, ganz schnell abluchsen. Sonst sieht's gleich für uns richtig übel aus. So, immerhin schon mal ein bisschen Knete. Das ist ein geringer Fortschritt, aber man darf ihn nicht übersehen. Keine Frage. So, sobald ich die richtig dicken Beträge abziehe, mit Häusern und ähnlichem... Nein, scheiße! Jetzt muss ich den Typen in die Zange nehmen. Der hat jetzt auf jeden Fall schon mal eine Einnahmequelle. Schillerstraße, da braut sich was zusammen. Aber ich habe überall irgendwo meine Griffel drin. Also geht's eigentlich noch. Versuchen wir mal auf irgendwas Gutes zu kommen. Eine Zerwölf, das wird niemals im Leben klappen. Aber immerhin meine eigene Straße. So, wo habe ich die Möglichkeit, ein Monopol zu errichten? Ich habe leider noch keine Straßen dafür. Sieht schlecht aus. Also ja, Schlossallee und Parkstraße. Da ist einer jetzt auf dem Weg, das könnte gut werden. Ich würde jetzt mal vorschlagen, ich setze auf beiden ein Haus ein. Genau, und bleib erstmal so ein bisschen im Wohlstand. Grundstückschnapper, das ist glaube ich auch so ein Schummeltrick, den brauche ich jetzt gerade noch nicht. Ist mir jetzt nicht unbedingt so wichtig, den zu verwenden, gerade jetzt.
So, Schubkarre, du bist dran. Und ich wusste, dass die Schubkarre auf dieses Feld kommt. 200 für mich. Das bedeutet, der Rennwagen kann gleich wahrscheinlich schon die Badstraße abdrücken. Freiparken. Darf doch nicht wahr sein. So, dann tauschen wir mal die Badstraße und die... Ja, wobei, das sollte eigentlich klappen. Ich muss mir die jetzt aneignen. 100. Machen wir 150. Das klingt doch toll. 150, nee, die hier. Ah, ich bin mit dem falschen Typ im Handel. Moment kurz, ich hab's gleich. So, tauschen jetzt mit Rennwagen dieses Mal, genau. Elisenstraße kostet 100. Machen wir 150, damit er uns die auch abdrückt. 60, 200, 250. Wieso steht hier noch Ausrufezeichen? Verstehe ich nicht. 250 Öcken. Und wenn er das schluckt... Okay, ich weiß nicht, wieso ich die Leute so unfassbar dämlich eingestellt habe, aber die verkaufen mir ja wirklich alles. Die merken gar nicht, dass sie gerade gefistet werden. Ich glaube, deswegen spiele ich auch Monopoly danach erstmal nicht mal am PC. Weil diese KI einfach so unfassbar dämlich ist. Selbst auf hoher Stufe. Außerdem hat es viel mit Glück zu tun. 12, das kann ich mir immer leisten. Ich hatte ja auch einen Pasch. Da läuft es ja allgemein relativ gut. 7. Ah, schon wieder. Na, ich muss wieder Miete zahlen. Aber ich kriege ja auch ordentlich was zurück. Zugende. Sorry für das Schniefen, ich bin leicht erkältet. Ich habe es, glaube ich, schon erwähnt. Geh 3 Felder zurück und zahle Einkommensteuer. Da freut sich aber Madame Merkel. Die alte Französin. Oh, das gibt Miete. Das gibt ganz harte Miete. Seestraße, der will immer noch sein Monopol errichten mit dem gleichen Tausch. Ich bin nicht dämlich, Alter. Ich bin nicht dämlich. Ich lehne alles ab, sobald ich, sofern ich nicht in Geldnot komme oder mich jemand würgt. Weil es eine unkluge Entscheidung ist, in dem Spiel irgendwas abzutreten. Alles, was dir gehört, ist wichtig. Bis auf die Bahnhöfe und so. Das geht eigentlich noch. So, ich chill erstmal im Knast und gucke jetzt zu, wie die anderen mir ein bisschen Geld in die Taschen spülen. Ich meine, früher gab es auch mal Hardcore-Regeln, dass dann keine Mieten gezahlt werden müssen. Ich weiß gar nicht, ob das gilt bei dem Spiel. Das ist interessant zu wissen. Ich weiß es wirklich nicht. So, hier wird es langsam gefährlich. Da könnte ein Monopol entstehen. Und dieses Monopol ist eine üble Ecke. So, und wieder Schlossallee. Danke für die 200 Kulten. Und schon wieder Geld. Na, das ist doch schön. Vielleicht würfel ich ja sogar ein Pasch heute. Pasch, 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 Pasch. Und es ist keiner. Wer hätte was anderes erwartet? So, während ich hier im Knast bin, muss ich mir eine schöne Sache... Deine Lebensversicherung wird fällig. Du hältst 100 Monopolos. Das klingt immer wie nichts. Wobei ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht weiß, wie viel Geld das ungefähr entsprechen soll, ein Monopolos. Ah, Schuh, kommst du mit zu mir in den Knast? Mensch, guck mal da unten irgendwo, da liegt deine Seife. Du musst dich nur einmal bücken, keine Sorge, es passiert auch nichts. Leute, chillen wir jetzt hier alle irgendwie im Knast oder was ist los mit euch? Ich habe die Gefängnisfreikarten nie verwendet. So, mal gucken. Was könnte denn richtig schön böse werden? Die beiden gehören mir. Wo könnte man den einen reindrücken? Er ist gerade am Rumdrehen. Ich lege jetzt erstmal ein bisschen darauf an, dass es hier schön unangenehm wird. 250. Grundstücksschnapper, warum nicht? Da bezahlt man... Genau, da kriegt man ein Haus gratis, soweit ich das weiß. Und auf den beiden, da sind die Häuser, glaube ich... Ja gut, die kosten auch. Oh, mit drei könnte es gefährlich werden. Aber ich muss ja auch nicht raus aus dem Gefängnis. Nicht unbedingt zumindest. So, Zugende. Ihr könnt jetzt erstmal nochmal gucken. Und auf jedem verdammten Grundstück steht ein Haus. Und jemand will mir die Lessingstraße geben.
Gegen die Museumsstraße. Museumsstraße, die rote. Seit wann gehört die mir? Warte mal. Bietet mir die Museumsstraße gegen die Lessingstraße, damit er sich ein Monopol aufbauen kann. Das kannst du schön vergessen. Das verbaue ich dir. Ihr seid ja doof genug, die Sachen anzunehmen, aber ich halt nicht, ne? Damit muss man haushalten. So, drei Felder weiter. Da wird wieder gezahlt. Oh, bitte, ich will raus. Aber ich will auch nicht auf dem feindlichen Feld landen. Das wäre jetzt vernichtend. Ja, gut, ist ja gut. Ich habe kein Geld für die Kaution. Och, nee, jetzt sag mir nicht, ich kann jetzt auf einmal die Karte nicht mal. Wieso denn nicht? Tauschen. Jetzt wird's spannend. Die Schlossallee, das bringt eh nichts. 100, das reicht für die Kaution. Die Schlossallee ist auch so mächtig genug. 50 Monopolos. So. Direkt wieder in den Knast. Alter, was denn? Ich war doch gerade auf Bewährung. Das ging aber schnell. Wieso muss ich denn schon wieder rein? Ins Kittchen. Keine Lust. Ach, Schubkarre. Was machen wir denn alle falsch, Mann? Jetzt muss nur noch der Rennwagen in den Knast kommen. Dann machen wir Knastnopoli daraus. Und direkt wieder auf eins meiner Felder. Da freue ich mich doch. Oh nein, oh nein, nein. Wenigstens hat der gelbe Vogel kein Monopol. Weil den pinken, den kriege ich noch kaputt. Keine Sorge. Oh scheiße, der hat sich ein übles Monopol erbaut. Und was passiert? Zugende. Boah, hab ich ein Glück, dass ich im Knast bin, ganz ehrlich. Hab ich ein Glück. 9. Da steht sogar schon ein Hotel. Ach du Scheiße. Das können gefährliche Monopole werden. Vor allem, wenn einer den anderen dann noch Sachen abluchst, dann könnte das zu einer gefährlichen Konkurrenz werden. Und ich bin ja sowieso gerade auf Sparflamme. Mich könnte das problemlos ficken. Ich brauche auf jeden Fall Knete. So. Au. Bis zum nächsten Werk. Okay. Der kriegt jetzt erstmal wieder Geld. Er hat es leider überstanden. Na komm, einfach ein bisschen hoffen. Oh, oh. Immer so knapp dran vorbei. Boah, bitte kein 12er-Pasch, Alter. Wobei, das wäre gar nicht mal so schlecht. Eine 9. Ja, okay, mit einer 9 bin ich zufrieden. Völlig zufrieden. Ich war noch nie glücklicher. Zugende. So, er kommt auch raus. Chillt auf meiner Straße. Das bisschen Geld bringt mir irgendwie gar nichts. Ein Pasch. Das könnte schön übel enden. Rücke vor bis zur Schlossallee. Ah, schade, dass ich jetzt kein Hotel drauf habe. Das wäre der Todesstoß gewesen. Aber ich habe eh zu viel Geld ausgegeben. Eine 12. Ja, hier wird er nicht landen. Seestraße ist jetzt auch nicht die Welt. Aber immerhin ein kleiner Lohn. Eine kleine Entschädigung. 14, das ist auch nicht viel. Wie steht's denn um den lieben Rennwagen? Ei, Chausseestraße. Was, nur 30? Das ist ja nichts. Und ich lande jetzt 100 pro auf einer der roten Straßen. Leute, woher kenne ich mein Glück so gut? 1000. Ja, natürlich nehme ich die mietfreie Karte. So, was kann ich loswerden? Seestraße. Ich verkaufe das irgendwem, der sowieso Geldnot hat. Der Gelbe hat sowieso wenig Chancen gerade. Dann leihe ich dem jetzt einfach mal eine von den Straßen für 330 Öcken oder so an. Hoffentlich nimmt der Penner die. Der wird wahrscheinlich so doof sein, die zu nehmen. Moment kurz. Oder warte, wem gehört noch keine von den Straßen? Ach egal, ich biete dem das an, dem wird das lukrativ vorkommen. Obwohl es das gar nicht mal unbedingt ist.
So, und ich will dafür 400 Kröten. 190! Er ist doch krank in der Birne. Aber ich muss locker bleiben. 400 Kröten. 500. 500 für beides. Ja, komm, immerhin. Jetzt bin ich auch wieder im Guten. Hat jetzt aber auch gedauert. So, erstmal gucken, wie der nächste Zug ausfällt. Oh, nein. Nein, nicht schon wieder ein Monopol. Junge, Alter. Aber ich habe wenigstens auch vernünftige Straßen. Die ganze erste Reihe gehört mir. Damit ist man auch echt bedient. So, da könnte ich jetzt auch ein Monopol draus machen, wenn ich viel Glück habe. Das sehen wir in der nächsten Folge von Monopoly. Ich freue mich drauf. Haut rein. Tschüss.